wie ihr solche Locken ohne Hitze, über Nacht und mit 5 Minuten Aufwand hinkriegt, seht ihr in diesem Video. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, jetzt denkt ihr euch vielleicht, ist die irgendwie nicht fertig geworden oder so fürs Video? Nein. Also, ich habe vor einigen Tagen ein schnelles Video in meiner Instagram-Story gezeigt, wie ich mir Locken über Nacht mache. Und da haben viele gefragt, ob ich das nicht als Video für YouTube machen kann. Und ja, hier ist es. Und es ist wirklich ganz einfach. Und das Erste, was ihr machen müsst, ist Haare waschen oder halt duschen gehen am Abend. Und das habe ich getan. Und jetzt föhne ich sie trocken, aber nicht komplett trocken, aber so, ich würde sagen, 95%. Also lieber trockener föhnen als zu feucht lassen, sonst sind sie am Morgen immer noch feucht durch diese Technik. Aber ich würde sagen, ich föhne jetzt meine Haare. Ja, meine Haare sind jetzt klamm geföhnt, also wie gesagt, lieber trockener föhnen als zu feucht. Vor allem hier unten dürfen sie nicht zu feucht sein. Und was jetzt eigentlich nur braucht, ist eine Bademantelschnur. Also jeder hat einen Bademantel oder sowas ähnliches. Zwei Haargummis und eine Klammer. Und das war's. Mehr braucht ihr nicht. Und wir legen los. Zuerst teilt ihr eure Haare, das muss jetzt auch gar nicht ordentlich sein, in zwei Hälften. Und dann, Moment, nochmal, wie gesagt, es muss nicht super ordentlich sein, ungefähr zwei Partien. Die eine Partie mache ich jetzt erstmal irgendwie mit dem Haargummi fest, dass sie mich nicht stört. Die andere Seite bürste ich nochmal. Mache sie auch mit dem Haargummi fest. So, jetzt habe ich eine ganz, ganz tolle Frisur. Jetzt nehmt ihr euch den Bademantel, die Bademantelschnur und legt sie einfach hier auf euren Kopf. Sehr, sehr sexy. Und jetzt muss ich immer in zwei Kameras gucken, weil da ist für mein Handy und da steht meine Kamera. Aber im Handy sehe ich mich besser. Ja, also das ist so das Grundgerüst. Jetzt macht ihr den einen Zopf auf und fangt an, eure Haare um diesen Bademantel zu wickeln. Also um diese Schnur zu wickeln. Ich fange erstmal vorne mit meinen dünneren Strähnen an. Und wickel sie einfach rum. Ganz easy, ganz einfach. Das macht ihr jetzt mit dem ganzen Zopf. Es muss kein Schönheitswettbewerb gewinnen. Und ihr müsst auch ein bisschen stramm ziehen. So, damit ist die eine Seite fertig. Da macht ihr jetzt das Haargummi rein. Natürlich der Bademantel ein bisschen länger als eure Haare. Es kommt natürlich auch auf die Haarlänge an. Aber das geht auch schon mit kürzeren Haaren. Und ja, einfach den Haargummi jetzt da unten festmachen. Normalerweise mache ich das vom Spiegel, nicht vor der Kamera. So, wie gesagt, muss kein Schönheitswettbewerb gewinnen. Einfach, ja. Im Prinzip haben wir jetzt die erste Seite fertig. Jetzt müssen wir noch die nächste Seite machen. Selbe Prinzip, wieder mit den kleinen Strähnen oben anfangen, immer Strähne für Strähne einmal umwickeln. Musik.
Die zweite Seite ist dementsprechend auch fertig und ich filme mich ja die ganze Zeit dabei. Und das hat jetzt knapp 5 Minuten gedauert. Also wirklich super schnell. Wenn ihr das irgendwann mal, wenn ihr das öfter gemacht habt, geht das auch super schnell. Und ja, wie gesagt, das zweite Haargummi jetzt einmal rein. Und dann seid ihr eigentlich schon fast fertig. So, sieht ja schon mal super aus. Was wir jetzt noch hier mitmachen müssen, ich mache das jetzt immer noch mal so am Ende, damit es noch ein bisschen mehr Volumen kriegt. Ich drehe die noch mal so ein, damit die noch ein bisschen fester werden, der Zopf. Moment, falsche Richtung. So. Also in die Richtung, in die ihr auch gedreht habt, noch mal weiter drehen und dann nach oben und mit der Klammer festmachen. So. Jetzt seht ihr aus, ein bisschen wie Prinzessin Lea, finde ich. Und damit geht ihr jetzt ins Bett. Ja, also wie gesagt, damit geht ihr jetzt schlafen. Einfach über Nacht. Das hält auch mit der Klammer hier oben. Was ein bisschen störend ist, ist natürlich das Schlafen auf der Seite, auf einem Kissen, weil ja, das ist schon ein bisschen dick hier und man merkt es auch beim Schlafen. Ich möchte es nicht leugnen. Es ist nicht die bequemste Schlafposition, aber wenn man es jetzt nicht täglich macht oder die Locken für was Besonderes macht, kann man das schon in Kauf nehmen. Wie gesagt, Schwund ist immer bei so schönen Sachen. Entweder man braucht lange oder man muss Hitze benutzen. Und hier, wie gesagt, 5 Minuten und es ist fertig und wir sehen uns dann jetzt morgen früh. Der Moment der Wahrheit ist gekommen. Wir machen die Locken auf. Jetzt sind sie natürlich noch sehr zusammengewurschtelt. Was ich jetzt immer mache, ist Kopf runter, nehme Haarspray und dann mache ich die so mit den Fingerspitzen ein bisschen lockerer. So, und da seht ihr das Ergebnis. Ganz allein aus diesem Band und ja, ein paar Stunden warten, schlafen, ganz ohne Hitze. Jetzt kommt hier gleich ein Krankenwagen vorbei. Ganz ohne Hitze, ganz ohne irgendwelches Mittel. Einfach, ja, über Nacht eine ganz, ganz tolle Lockenpracht. Was sagt ihr? Werdet ihr das auch mal testen? Das einfache, wie sagt man denn? Das einfache Tutorial ist ja mein erstes Haartutorial. Ich bin ja jetzt nicht hier der Beauty-Blogger. Aber da so viele nachgefragt haben, hier ist es. Und wie gesagt, wenn man am nächsten Tag was vorhat, kann man das einfach ganz einfach abends in die Haare machen und hat am nächsten Tag wunderschöne Locken. Und was ich noch als Tipp geben wollte, wenn ihr 2 Tage was von den Locken haben wollt, nehmt euch einfach ein Haargummi. Macht, also ich mache mal meinen Kopf runter. Macht euch einen Dutt. Einfach hier so zusammen. Könnt dann so damit schlafen gehen und morgens dann einfach wieder aufmachen und ihr habt noch einen 2. Tag was von euren Locken. Das geht übrigens mit allen Locken, egal wie sie sie macht. Diesen Dutt über Nacht, aber auf gar keinen Fall durchbürsten. Einfach so mit den Fingern ein bisschen rein, ein bisschen Haarspray nachsprühen und ja, dann seid ihr ausgehbereit. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Kommentar erstmal freuen, ob ihr es getestet habt, ob es auch so einfach war. Über einen Daumen nach oben und abonniert gerne meinen Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.